Einen wunderschönen Willkommen, ja, wieder zu einer kleinen Runde, vielleicht die letzte, ich weiß es nicht, eine kleine Runde Don't Escape, 4 Days to Survive. Nachdem wir gestern Murdered Soul Suspect jetzt beendet haben, befürchte ich ja fast, dass in dem heutigen Durchlauf, in den heutigen 2 Stunden, die ich am Stück wieder verbringen werde, das Spiel auch zu Ende bringen werde. Wir setzen fort, wir waren beim letzten Tag, wir waren hier angekommen. Bist du sicher, dass du weißt, was du tust, David? Genau. Wir sind uns natürlich überhaupt nicht sicher. Mal gucken, was steht hier oben drin. Nacht überlebt, heute ist der letzte Tag. Diesmal war mir das auch ohne Traum völlig klar. Ich kann es fühlen, heute wird der Mond auf der Erde einschlagen. Das hatten wir schon soweit, ne? Wir haben den Außenposten erreicht, das war auch soweit. Was können wir tun, um den Zustand des Schiffs zu verbessern? So, dazu haben wir hier einen Speicherstand. Einfach sicher ist sicher. Ja. Und wir schauen mal. Wir haben hier eine Tür. Eine Türöffnung, die in einen Raum führt. Da ist ein Kartenlesergerät. Und mal gucken. Hier ist eine Zugangskarte. Ich benutze die mal. Zugang gewährt. Das ist ein Kontrollraum. Ich gehe mal hier kurz noch... Ach, das ist der Startraumraum. Okay. So, was haben wir hier? Wir haben hier Gerätschaften, ein Großrechner. Eine große, klobige Kiste mit blinkenden Leuchten. Unten befindet sich ein Teil, das offen zu sein scheint. Sag jetzt nicht. Warte mal. Das würde nicht funktionieren. Oh, schade. Okay. Ich dachte... Ah, nee, warte mal. Hier ist eine Elektroniköffnung. Warte mal. Das kann ich nicht tun. Okay, da unten muss irgendein Stück Elektronik rein. Nehme ich mal ganz stark an. Oder Batterien. Hier. Das geht nicht. Okay, wir schauen mal weiter. Eine Steuerung der Siloluke. Ein System, das die Luke des Silos steuert. Dieser Computer steuert den Mechanismus der Luke. Möchtest du die Luke des Silos öffnen? Ja. Oh. Vorgang abgeschlossen. War das gut, dass der Sand da runtergekommen ist? Die Luke ist bereits offen, okay. Radarbildschirm. Fehler, Systemstörung. Na, das Radar wird uns wohl sowieso nichts nutzen, oder? Vermutlich nicht, aber andererseits... Ich meine, ist ja nicht so, dass noch Flugzeuge in der Luft wären. Oder Helikopter. Aber wer weiß, David, wer weiß. Okay, ein Diagnosebildschirm. Mal gucken, was kaputt ist. Silo-Luke ist offen. Prüfung, Rumpfintegrität fehlgeschlagen, Luftzusammensetzung nicht vorhanden, Treibstoffzusammensetzung ausgewählt, Treibstoffkatalysator vorhanden, Luftvorrat verringert, Einnahme von Luftspartabletten empfohlen. Okay, wir müssen Luftspartabletten machen. Warnung, Diagnosesystem ist beschädigt, bitte führen Sie eine manuelle Inspektion an Bord durch, um die Diagnose abzuschließen. Okay. So, was haben wir hier? Was können wir tun? Ich habe die Startluke. Was können wir tun? Gar nichts, ne? Ach, guck mal, wir können gar nicht so weit zurückblättern, sehe ich gerade. Was haben wir hier noch? Bildschirm. Hier ist noch eine Luftzusammensetzung. Anpassung der Luftzusammensetzung. Vielleicht erforderlich. Qualität der Luftzusammensetzung furchtbar. Ah, okay. Yes! So, ich glaube nicht, dass man es besser machen könnte. Puh, superb. Verlassen. Oh, das muss man gleich abspeichern. Das hat keine Zeit gekostet, ne? So. Sehr schön. Also hätten wir das auch schon erledigt. Oh, was ist das jetzt hier? Ich habe die Luftzusammensetzung angepasst, sodass sie besser zu atmen ist. Was können wir tun, um den Zustand des Schiffs zu verbessern? So, warte mal. Wenn wir jetzt den Diagnosebildschirm nochmal starten. Luftvorrat verringert, Einnahme. Okay, die Luft, die Tabletten brauchen wir trotzdem. Okay. Ich gehe mal
ist hier alles voll Sand. Hätten wir vielleicht vorher hier runtergehen sollen, dass hier vielleicht irgendwas anderes liegt, was hätten brauchen. Da ist eine Steckdose. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Eine Konsole mit einer Zufuhr, über die ein Katalysator zu den Treibstofftanks hinzugefügt werden kann. Diese Konsole hat eine Zufuhr für den Katalysatorflüssigkeit, die in den Treibstofftank gefüllt wird. Okay, ja. Ein kaputter Aufzugsantrieb, ein Treibriemen fehlt. Den muss ich noch abmontieren, aber dann funktioniert der Fahrstuhl nicht. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Hier ist die Startrampe. Eine leere Startrampe, die früher ein weiteres Raumschiff beherbergte. Diese Startrampe ist leer. Wie man so schön sagt, dieser Zug ist abgefahren. Oder das Raumschiff. Oder abgehoben, um genau zu sein. Genau. Hier war irgendwo was. Eine nach oben Taste. Ah, okay. Können wir natürlich noch nicht benutzen. Sieht wie eine Hochspannungsbuchse für Spezialgeräte aus. Das ist eine Hochspannungsbuchse für Spezialgeräte. Okay. Wissen wir Bescheid. Jetzt ist die Frage, hier ist ein Fingerabdruckscanner. Kate, wie ist der Mond explodiert? Tja, das ist eine gute Frage. Das wissen wir alles nicht so richtig. Was ist denn, wenn ich jetzt hier den Treibriemen wegnehme? Wie komme ich denn da dann nochmal runter? Nur mal so nebenbei gefragt. So, was kostet mich das nochmal an Zeit? Ich glaube hier so, ne? Ich kann, ne? 10 Minuten. Oder ich muss, warte mal, kann man... Wenn ich den Treibriemen, ich habe ja gespeichert, wenn ich den Treibriemen wegnehme und jetzt hier hingehe, habe ich die Möglichkeit. Hä? Okay, Moment. Das hat nichts mit dem Fahrstuhl zu tun. Aber hier können wir den Treibriemen bekommen. Die Frage ist, was ist hier strommäßig angeschlossen, ne? So, jetzt ist die offene Luke hier da. Eine offene Luke, die in das Silo hinunterführt. Das Schiff ist da unten bereit für den Start. Hier oben haben wir noch ein Radar. Können wir hier hochgehen? Na klar. Das ist wahrscheinlich blockiertes Radar. Eine Metallplatte wird von ein paar Schrauben fixiert. Das kriegen wir hin. Die Metallplatte nehmen wir mit. Zugangsdeckel. Eines der Teile sieht verbrannt aus. Es ist mit Duplexer beschriftet. Duplexer. Wir haben keinen Duplexer. Und wir haben keinen Platz. Was ist das hier? SWM-Medizin, die Effizienz der Lunge verbessert. Zu Nebenwirkungen gehören. Das ist Effizienz der Lunge. Ich glaube, das ist das Rezept, was wir brauchen. So, die zweite Geschichte. Es wird Zeit kosten. 60 Minuten. Oder machen wir es jetzt schon? Ich bin mir da nicht so schlüssig. So, was haben wir noch für Möglichkeiten? Wir können hier nur zum Eingang. So, Frachtkiste. Faxdokument. Wir haben hier Krams bei, den wir wahrscheinlich so ohne weiteres brauchen. Metallplatte. Was macht ihr? Ein flaches Stück einer leichten Metalllegierung. Kann man die hier irgendwie... Das würde nicht funktionieren. Nee, verbinden kann man die nicht. Labor 13, da waren wir ja drin, ne? Waren wir da drin? Ja, ich glaube ja. Pass auf, wir machen die chemische Formel. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Genau, das war ja Labor 13, ne? Gemacht hier. Okay, verschlossen. Das war, glaube ich, der Schlüssel. So. Jetzt ist der Schlüssel auch verbraucht. Sehr gut. So, wir brauchen das. Das
Das haben wir ja schon mal testweise durchgeführt. Das packen wir hier hinten hin. Und wir haben auch die chemische Formel, die wir benötigen. So, dann war hier irgendwo. Da oben ist es. Und so. Und jetzt ist die Frage. So. Ob. Warte mal, was gab es hier noch? Das ist der kaputte PC. Da war nichts weiter, Catherine. Das haben wir alles geholt. Hier ist noch ein Stück Papier, was wir offiziell noch nicht gelesen haben. Das ist eine Liste von Patienten. Ja, Schlafklinikpatienten. Der Besucherspalte wurden alle anderen Namen zugeteilt. Die kenne ich. Das sind Leute von Sidereal Plexus. Wieso werden Koma-Patienten Besucher zugewiesen? Kate? Oh, ich bereue es, jemals für sie gearbeitet zu haben. Ich hatte keine Ahnung. Keine Ahnung von was. Ich erzähle es dir später. Wir müssen uns jetzt auf andere Dinge konzentrieren. Vielleicht sind die Koma-Patienten Leute zugeteilt worden, die die Familienmitglieder spielen sollten. Ne? Hier haben wir noch ein Stück Papier, das hatten wir gerade eben. Und hier ist ein anderer PC, der nicht benutzbar ist. Er hat keinen Strom oder er ist kaputt oder beides. Genau. So, aber wir können jetzt hier den Chemikalienmischer benutzen. Und hier haben wir jetzt Formeln. Jetzt wird es interessant werden. Eine chemische Formel haben wir hier. So, wir müssen mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Formel zusammensetzen. Die Frage ist, wie wir diese Formel zusammensetzen. Strich, Strich, Blau. Ist das vielleicht nur so? Also die farblichen und dann Blau, Strich, Strich. Strich, Strich, Blau. Haben wir ja nicht. Also die hier. Ach, nee, ist schon richtig. Strich, Strich, Blau. Die Frage ist bloß, ich denke, ich sollte zunächst mehr Zutaten auswählen. Die Frage ist, welche? Ach, guck mal hier. Strich, Strich. Ah, ich glaube, die Verbindungen sind entscheidend hier. Strich, Rot, Rot, gibt es das auch? Strich, Rot, Rot, ja. Das finden wir als Kombination. Oh, Strich, Rot, Rot. Strich, Strich, Rot gibt es auch. Ja. Drei Sachen müssen wir. Mal Strich, Strich, Rot. Strich, Rot, Strich, Rot. Es gibt auch Strich, Rot, Blau. Gibt es das hier? Strich, Rot, Blau haben wir aber nicht. Pass mal, ich probiere es mal. Habe ich gespeichert? Nein. Machen wir jetzt nochmal. So. Der Mischer ist fertig, schauen wir mal. Eine Schale voller widerlichen, klebrigen Kram. Ich gehe, das sieht ekelhaft aus und riecht auch so. Das ist nicht das Ergebnis, was ich mir erhofft habe. Ich werde das wegschmeißen. Okay, siehst du, genau aus dem Grund habe ich gespeichert. Ich versorge nicht gerne hier irgendwelche Zeiten. Die Frage ist, wie kann ich das mit der Formel hier einherbringen? Faktum ist, dass wir drei Sachen mixen. Oder mixen wir mehr? Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir die Sachen so mixen, also nur in einem Rutsch, nicht, dass es eine Kombination aus Sachen ist. Aber wie ist das hier zu verstehen? Abend, Mr. Posser. Um die Menge der Symbole geht es. Das ist eine Idee. Das heißt drei Strich, vier Rot, zwei Blau, ja? Drei Strich, vier Rot, zwei Blau. Das heißt drei Strich. Ah, warte mal. Könnte es hingehen? Drei Strich. Drei Strich.
4 rot und 2 blau. Das. Das. Das wäre dann wahrscheinlich die Kombination, ne? 3 Strich. 1, 2, 3, 4 rot und 2 blau. Gucken wir mal. Das sieht jedenfalls anders aus hier. Eine Schale voller Pulver. Ich habe etwas Pulver in Tablettenhöhlen gefüllt. Es scheint auch das Ergebnis zu sein. Ey, danke schön. Du scheinst ja sehr zufrieden mit dir zu sein. Was hast du getan? Ich glaube, diese Tabletten erhöhen die Lungeneffizienz. Was glaubst du? Willst du wirklich eine unbekannte, vermutlich ungetestete Chemikalie einnehmen? Nicht nur ich, du solltest es auch tun. Gut, dann teilt die Tabletten auch schön, ne? Okay. Es. Eine Handvoll Tabletten für Lungeneffizienz. Danke. Gut, dann hätten wir das. Wir haben also. Wir sind jetzt Lungeneffizienz. Hier drüben ist. Nee, das ist wieder eine andere Formel. Was brauchen wir noch? Hat sich gar nichts getan hier eigentlich. Wir brauchen noch anderen elektronischen Krimskrams eigentlich. Den ich jetzt noch nicht weiß, wo ich den finde. Und tanken müssen wir zwischendurch. Das ist auch Fakt. Ach Mensch, Barry. Der kann eben auch leid tun. Jetzt würde mich mal interessieren, hätten wir Barry gerettet anstelle von Cody, was da passiert wäre. Das muss ich mal später dann wahrscheinlich nachschlagen. Was ich jetzt nicht für einen Kaffee tun würde. So, wir haben hier einen vollen Benzinkanister. Naja, dann passt es doch. Die Formel brauchen wir nämlich jetzt nicht. Kann man das direkt austauschen? Nein. Das heißt, wir müssen es erst ablegen. Huch, so. Damit wir das hier nehmen können. Und ich hoffentlich... Nee, nicht sprechen, Kate. Wegen heute? Nee, noch nicht. So, kriege ich dieses da. Achso, ja, Rucksack ist voll. So, wir machen mal erstmal auftanken. So. Heruntergekommenes Haus. Ich bin mir echt nicht sicher, wo ich noch Sachen einsammeln kann. Wir brauchen elektronische Komponenten. Wo waren denn elektronische Komponenten? Wohnmobil. Im Restaurant waren keine. Tankstelle waren keine. Baustelle? Am Haus sind auch keine. Hier haben wir auch nichts. Höchstens ein Telefon. Und das können wir bestimmt nicht auseinandernehmen. Wofür brauche ich das Wasser? Das ist jetzt gerade so eine Phase, da hängt man ein kleines bisschen in der Luft rein. Andere Möglichkeiten ist man ein bisschen geführt worden. Würde ich es mal jetzt so nennen, ja. So, dass man erstmal so einen groben Aufhänger hatte. Wofür ich die Büroklammer brauche, weiß ich bis heute noch nicht. Die habe ich bisher kein einziges Mal benötigt. Und ob ich das hier brauche, weiß ich auch noch nicht. Den Gewehrschalldämpfer auf das Gewehr aufzupacken. Aber das sind einfach mal geschmeidige eine Stunde, die da flöten gehen, um den Schalldämpfer aufzubringen. Die Diskette will ich nicht verlieren und ich habe eigentlich gar keinen Platz. So. Wir brauchen aber erstmal Sprit wieder, sicher, sicher. Und wir brauchen irgendein Gerät, womit wir... weil an diesem Fahrstuhl war irgendwie so eine Steckdose. Da
eine ganz spezielle. So. Das packen wir mal wieder ins Auto. Mein Fehler. So, da. Auch hier Flasche mit Öl und Flasche Rattengift. Faxdokumente. Die hatte ich auch schon. Wasserflasche. Ich habe so viel Wasser. So, warte mal. Ne, nicht die Frachtkiste. Das, nee, auch nicht. Ah, okay, wir haben es. Zehn Stunden haben wir noch Zeit. Bisschen Panik, hier was falsch zu machen. So, ein Büro ist, glaube ich, nichts. Hier war das heruntergekommene Haus. Das war von Barry, das Haus. In der Baustelle. Da geht es noch irgendwie nach oben. Warte mal. Ich guck mal zumindest. Ich habe ja gespeichert. Da gab es noch diesen verrosteten Krams hier. Hier. Von wegen hochklettern. Oh, das Metall ist rostig und voller Stacheln. Ich schneide mir die Hände auf und verblute, wenn ich versuche, da hochzuklettern. Und ich weiß nicht, wie ich da hochkäme. Also im Hinterkopf parken. Da ist was los. Da gibt es noch was zu tun. So, wie sieht es hier drüben aus? Sind denn unsere Armee... Schutzhandschuhe. Oh, Rucksack ist voll. Danke für den Tipp. Also mit dem Rost. Dass wir da einfach mal ein bisschen drüber nachgedacht haben. Das Problem ist, ich habe jetzt keinen Platz mehr. Und ich habe Befürchtungen. Pass auf. Risiko? Risiko? Kann ich die da nicht... Kann ich nicht. Warte mal, ich habe 4 Wasserflaschen. Kann es sein, dass hätte vielleicht Barry gar nicht sterben brauchen? So, warte mal, haben die hier noch irgendwas anderes gemacht? Konnten die noch irgendwas, die Zeitschrift, die wir gelesen haben, schon? Nee. Ich brauche die Schutzhandschuhe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die brauche. Ich habe gespeichert. Ich packe jetzt den Scheinwerfer daran. Dann ist eine Stunde verballert. Das ist dann halt so. Wir gucken mal, ob es sich gelohnt hat. Eine Schnalle. Die wurde benutzt, um schwere Gewichte hoch und runter zu hieven. Vielleicht könnte sie von Nutzen sein. Ist doch hier bloß pure Ablenkung, oder? Ich komme hier gar nicht rüber. Oh, ah, nicht rausklicken. So, warum? Ach, wir haben hier noch das Schweißerkit. Ich komme nicht dran. Mist, wir brauchen das Seil, richtig? Okay, warte mal. Wir brauchen das Seil.
brauchen das Seil. Ich werde mal hier an die Kiste gehen, beziehungsweise das hier im Haus ablegen. Die Kiste ist wahrscheinlich nur für der Ordnung halber. Wir müssen ein paar Sachen loswerden. Die Zugangskarte, die lasse ich mal. Den Ausweis, den lasse ich mal. Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Getränke kann ich eins wegpacken. Ich glaube, ich habe ausreichend da. Die chemische Formel brauchen wir nicht mehr, bin ich mir ziemlich sicher, denn wir haben die Tabletten. Das legen wir mal zur Seite. Den Schalldämpfer, den behalten wir mal. Ich brauche hier wahrscheinlich Seil mit Haken. Ich vermute es ganz stark, dass wir das brauchen. Dann haben wir zwar eine Schweißerausrüstung, ich wüsste zwar nicht, was damit gemacht werden sollte, aber... So, haben wir hier irgendwas drin? Hier haben wir bloß den Krams. Wir haben Elektroheizung. Ich glaube nicht, dass das irgendeine Fernbedienung... Wassersprühflasche, Kohle, Sack, Schallabwehrgerät... Ein toter Vogel. Bringt uns alles nichts weiter. Das behalten wir mal wegen abisoliert. Ich befürchte, da kommt irgendwas. Okay. Ob das mit dem Seil irgendwie fruchtet, kann ich natürlich nicht sagen. Was? Habe ich jetzt Metallstangen genommen? Tatsache, die lagen noch rum. So, diese Hitzeabsorber, das sieht so aus, als ob ich die wirklich für das Raumschiff brauche. Für die Rakete, nicht für das Raumschiff. Besenstiel. Ich glaube, die Faxdokumente, die brauche ich nicht. Was bist du hier? Fotokopierdokument. Ja, den praktischen Teil zugewiesen. Okay. So, wir holen jetzt die Handschuhe. Und wenn ich richtig liege, haben wir haufenweise Kramsverfahren. Ich kann es so kürzer machen, warum ich hier eigentlich den ganzen Umweg... Jawohl. So, jetzt haben wir Schweißgerät. Ein Schweißerkit. Schweißerausrüstung und eine Schweißermaske. Können wir das Seil wieder mitnehmen? Wohl benutzt zum Schwer. Okay, wir sind bloß wieder voll, ne? Aber wir haben jetzt halt. Wir haben ja jetzt im Auto Platz. Ich glaube, das Seil brauche ich noch. Das nehme ich mit. So, Schweißer lassen wir mal. Wir lassen mal das Feuerzeug da liegen. Die Munition behalten wir. Den Haustürschlüssel brauche ich jetzt nicht explizit. Okay. Dann holen wir mal den ganzen Kram da ab. Das Schlimme ist, wie gesagt, man weiß nicht, was das Spiel jetzt für die Vorbereitung des Raketen-Raumschiff-Starts alles benötigt. So. Diese Hin- und Herfahrerei, die konnten wir jetzt uns nicht ersparen. Die bleibt leider. Ein zerstörter Bus. Hier war nichts weiter dabei, ne? Hier lag nur was rum, genau, okay. Hier haben wir einen Zugangsdeckel, das ist das Ding, die Metallplatte. Und da ist irgendwas kaputt. Eine Duplex-Einheit ist da kaputt. Wahrscheinlich muss ich das Radar reparieren.
fragt sich nur, wie. Hier haben wir eine offene Luke. Kann ich da... Ich glaube nicht. Okay, kann ich nicht. So, ich weiß nicht, wie hier... Oder ich brauche das. So, das ist der Schalter, den wir eingeschalten haben. Präsentationsmaterialien, die hatten wir, glaube ich, auch. Okay, für den, genau, für den Fall, dass Sie Fragen haben. Hier kommen wir noch nicht hin, weil uns da der Fingerabdruck fehlt. Bei was auch immer. Vielleicht können wir hier mit den Schutzhandschuhen... Nein, okay. Und das Raumschiff. Wir können einmal nach unten. Einfach mal nochmal so ein zusammenfassen. Konsole mit einer Zufuhr, über die ein Katalysator zu den Treibstofftanks hinzugefügt werden kann. Einen Katalysator haben wir natürlich nicht. Was hat er denn gefunden? Okay, ist unwichtig. Steckdose. Wir haben aber nichts mehr. Und ein Treibstoffkatalysator. Ich hoffe, wir finden irgendwo noch Informationen, was wir da brauchen. Hier unten ist eine Elektroniköffnung. Ach so, eine offene Platte, die eine Elektronikteile beinhaltet. Ein Teil hat sich gelöst. Ich nehme es mit. Ich hoffe, es war nichts Wichtiges. Okay, was bist du, Teil? Ein Duplexer. Okay, gut. Duplexer ist gut. Duplexer ist gut. Duplexer ist super. Und da müssen wir wahrscheinlich wieder den Deckel zumachen und verschweißen. Oder so, weil es sonst stört oder irgendwie so in dem Dreh. Okay. Nee. Ist damit erledigt. Ich habe ihn repariert. Sehr gut.